Hey, Michael hier, heute verdienen wir 400 Euro pro Tag durch YouTube-Videos schauen. Ich bin mal gespannt, ob die Taktik funktioniert. Das ist der liebe Leon, da schauen wir uns das Video an. Du bist auf dem YouTube-Kanal Michael Kurze von 0 auf 6-stellig. Das bin ich. Gerne abonnieren, gerne die Glocke betätigen. Um kein Video mehr zu verpassen, nützt. Ich bin echt gespannt, wie wir die 400 Euro, weil 300 Euro wären ja schon 10.000 Euro im Monat. Bei 400 sind wir irgendwie bei 12.000, kann das sein? Ja, ne? Also, schreibt mal gerne in den Kommentaren, ob ich Mathe kann oder ob ich mich da jetzt gerade schnell verrechnet habe. Also, wir schauen uns das einfach mal an. Komm, ich bin echt gespannt. Wir alle schauen gerne YouTube-Videos, doch was würde passieren, wenn man auch noch dafür bezahlt werden würde, dass YouTube-Videos angeschaut werden? In diesem Video werde ich dir mal eine extrem... Also soll ich euch sagen, ich würde einfach 20 Computer aufstellen und mit 20 Computer gleichzeitig, wenn jeder Computer dann 400 Euro verdienen könnte. Funktioniert so nicht. Es gab mal so Taktiken, wo das Internet noch so Modems hatte mit 56 KB. Da kenne ich eine Person, die hat sowas ähnliches gemacht mit Werbebanner im Browser. Und die hatte ganz viele Computer da stehen und da musste man noch keine Maus bewegen und keine Ahnung was, und die hat einfach mal monatelang richtig viel Geld verdient mit ganz vielen Computern am Rumstehen, mit so einem amerikanischen Programm. Aber die haben ruckzuck diese Sicherheitslücken alle geschlossen. Irgendwann musste man die Maus bewegen regelmäßig, damit man diese Werbeausschüttung bekommt und. Sehr lustig. Geniale neue Möglichkeit vorstellen, wie du es schaffen kannst, durch YouTube-Videos anschauen Geld zu verdienen. YouTube ist aus unserem Leben fast nicht mehr wegzudenken. Viele Leute verbringen mehrere Stunden täglich auf der Plattform. Doch warum sollte man das Ganze nicht ausnutzen und selbst mit YouTube Geld verdienen? Jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, okay, wenn ich mit YouTube Geld verdienen möchte, dann muss ich doch bestimmt eigene Videos erstellen, oder? Nein, du musst absolut keine eigenen Videos erstellen, um mit dieser Methode Geld verdienen zu können. Jetzt wirst du dich mit Sicherheit fragen, okay, wenn ich keine eigenen Videos erstellen muss, dann muss ich aber doch bestimmt irgendwo Videos runterladen und wieder auf YouTube hochladen, oder? Und auch da kann ich dich beruhigen. Ach so, also generell von YouTube runterladen und 100% das gleiche Video hochladen ist die schlechteste Idee, ne? Nein, du musst keine fremden Videos runterladen, um mit dieser Methode Geld zu verdienen. Auch ein ganz wichtiger Hinweis, und zwar, dieses Video ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das heißt, du musst die Schritte genau befolgen, um erfolgreich zu sein und um wirklich am Ende Geld zu verdienen. Das heißt, du solltest auf keinen Fall irgendwelche Schritte... Jetzt bin ich mal gespannt. Ich gucke mal ganz kurz die Kommentare an, was mich echt interessiert. So, 48 Kommentare. Ich wünsche mir mehr so welche Videos vor 8 Tagen, okay? Super Video, vielen Dank, okay? Warum brauche ich hierfür kein Gewerbe? Okay, macht mich neugierig bei den Kommentaren. Deswegen schau dir das Ganze jetzt von Anfang bis zum Ende an. Du wirst es nicht bereuen, denn das kann eine extrem gute Chance sein, um in Zukunft mit YouTube-Videos... Und wenn ich jetzt Geld verdiene, 400 Euro pro Tag, ne? Erstmal neue Rolex, ne? Also ich brauche, ohne Scheiße, 400 Euro am Tag, boah, die nächste Rolex kommt ruckzuck. Das Geld zu verdienen. Gewährt schon mal gerne einen Daumen hoch, wenn du in Zukunft mehr von solchen kostenlosen Videos zum Thema Online-Geld verdienen haben möchtest. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online-Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Abonniere diesen Kanal gerne komplett kostenlos für mehr kostenlose Videos zum Thema Online-Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Heute schauen wir uns eben einen sehr spannenden Weg an, wie man es schaffen kann, mit YouTube-Videos anschauen, Geld zu verdienen. Und ich würde mal sagen, ohne große Zeit zu verlieren... Was natürlich auch so Reactions, ne? So wie Montana Black und viele andere da draußen. Meint er wirklich Reactions? Durch mit Schritt Nummer 1. Zuallererst gehen wir ganz normal auf YouTube.com. Ganz wichtig, das Ganze geht sowohl am PC als auch natürlich am Handy. Das könnt ihr selbst aussuchen, was euch da besser gefällt. Und hier sehen wir jetzt schon die Startseite. Und hier gibt es jetzt oben erstmal ganz viele verschiedene Kategorien. Zum Beispiel alle. Das sind so verschiedene Videos. Dann Gaming. Aktie mit Kopf. Okay, und, okay. Sehen wir hier dann die ganzen Videos. Sowas wie Livestream ist jetzt auch hier dabei. Das heißt Live-Inhalte, Musik, Mixe, Fußball, Videospiele und so weiter und so fort. Hier zum Beispiel auch neu für mich. Das heißt, hier haben wir dann die ganzen verschiedenen Kategorien. Und hier sehen wir jetzt immer spannende Videos. Und wir müssen jetzt als erstes einmal spannende Videos finden, die sehr, sehr interessant sind und die wir auch natürlich gerne schauen wollen. Das heißt, jetzt könnt ihr hier den ersten Trick schon bekommen. Ihr könnt hier auf Neu für dich gehen und dann seht ihr hier eben neue Videos, die speziell für mich dann eben eingestellt sind. Hier natürlich gerade bei mir sowas wie Investieren ist natürlich klar, dass sowas hier auftaucht bei mir, aber natürlich auch sowas wie Sport, beziehungsweise hier natürlich Fußball oder David Alaba ist natürlich auch immer interessant. Ja, und jetzt könnt ihr hier erstmal schauen, was für euch interessant ist, und schreibt mal gerne in die Kommentare, stimmt das bei euch, dieser Neu-für-dich-Bereich hier,
Sind da eben Videos, die euch interessieren, oder ist der Algorithmus da von YouTube noch schlecht? Das würde mich mal interessieren. Und jetzt gibt's. Habe ich noch nie ausprobiert. Zweiten Trick, und zwar, ihr könnt jetzt hier auf die Seite Trends gehen. Die YouTube-Trends kennen wahrscheinlich die meisten von euch, und hier gibt es jetzt noch weitere verschiedene Kategorien. Und jetzt gehen wir mal hier auf die Trends, und jetzt sehen wir eben die aktuell interessantesten Videos hier. Und hier sehen wir auch schon, Seven vs. Wild ist natürlich sowas, was immer sehr, sehr viele Aufrufe bekommt. Hier direkt wieder über 1 Million Aufrufe nach einem einzigen Tag. Und ja, hier haben wir jetzt natürlich auch noch die ganzen anderen Kategorien. Und hier können wir jetzt beispielsweise auch mal auf die Musik gehen oder hier eben auf den Punkt Gaming etc. Und hier sehen wir natürlich auch wieder Videos, die natürlich sehr, sehr stark geklickt werden. Hier beispielsweise. Boah, ich bin immer noch gespannt, ey. Nochmal was in eigener Sache ganz kurz. Mein Shop, ne, mit den besten Produkten. Workshop-Aufzeichnung, 29 Euro das Stück teilweise. Meme-Meister, wie du mit Memes Geld verdienst. Facebook-Workshop, wie du mit Facebook Geld verdienst. Mit YouTube, mit WordPress, als Affiliate und so. Teilweise sind die Links auch unter diesem Video, wenn du das jetzt auf YouTube schaust. Weil du könntest das jetzt auch auf Facebook schauen. Bei TikTok, bei Pinterest oder weil ich die Videos halt überall hochlade. Ah, der schlaue Michael ist da am Start. So, schauen wir weiter. Nach 6 Stunden über 100.000 Aufrufe und so weiter und so fort. Ja, eine super interessante Sache. Und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, okay, wie kann man jetzt hiermit Geld verdienen? Und solche Videos sind natürlich in den meisten Fällen urheberrechtlich geschützt, weil man natürlich hier das Urheberrecht hat und man darf jetzt nicht einfach solche Videos hier verwenden, um Geld zu verdienen, ist natürlich klar. Einige machen es leider doch auf YouTube, deswegen da der ganz klare Hinweis, sowas ist verboten. Aber ich werde euch jetzt natürlich nochmal eine Strategie erklären, wie ihr hier mit YouTube-Videos Geld verdienen könnt und das Ganze 100% legal und seriös, weil ich das Ganze auch schon seit mehreren Jahren selbst mache und es bei mir richtig gut funktioniert. Deswegen bleibt jetzt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und zwar müssen wir jetzt hier einmal in die Suche gehen. Jetzt können wir mal ein Thema eingeben, was uns selbst, aber natürlich auch viele andere Leute interessiert bzw. interessieren könnte. Und ein Klassiker ist natürlich einfach. Und warum sollte ich jetzt in Trends gehen und neu für dich? Das habe ich echt nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Lustige Videos bzw. funny Videos, und das werden wir jetzt hier einfach mal eingeben, zack, funny Videos, und hier sehen wir dann schon zahlreiche lustige Videos, beziehungsweise wir können das Ganze noch mal ein bisschen spezialisieren, beziehungsweise noch mal genauer eingeben hier, und zwar zum Beispiel funny Dog Videos, weil wir eben lustige Hunde Videos haben wollen. Jetzt können wir das Ganze einmal suchen. Jetzt fällt schon auf, hier gibt es auch wieder sehr, sehr viele Aufrufe, zum Beispiel hier nach einem Tag schon 200.000 Aufrufe, aber was wir jetzt machen wollen, ist folgendes, und zwar wir filtern jetzt hier, und das ist ganz, ganz wichtig, das dürft ihr auf keinen Fall hier. Ich weiß, wo filtert der Creative Commons, ne, bla bla bla. Vergessen, dass wir hier nach Creative Commons filtern. Creative Commons, ja, genau, und das ist Kacke. Ich könnte rein theoretisch auch ein YouTube-Video hochladen, zum Beispiel Adventure Endgame, anklicken, dass es Creative Commons ist, aber ich habe die Rechte gar nicht dafür. Also, es ist immer die Frage, ob der zum Beispiel, es gibt ja sehr, sehr viele Rechte, ne? Also Persönlichkeitsrechte des Kindes oder des Models oder auch Rechte des Fotografen oder des Kameramanns oder so, ne? Also, und wenn dann halt so ein Zusammenschnitt ist aus ganz vielen Videos, rein theoretisch also von 100 verschiedenen Personen, Hunden oder Fotografen, Videofilmer, müsste man sich dann 100 mal die unterschiedlichen Rechte zusammensuchen. Ah, okay, aber schauen wir mal. Bitte. Das heißt, hier wählen wir jetzt Creative Commons aus, und hier sehen wir jetzt schon Folgendes, und zwar hier sehen wir eben alle Videos, die Creative Commons eingestellt haben. Und was bedeutet einfach Creative Commons? Das heißt, man darf diese Videos verwenden, und ja, das ist urheberrechtsfrei. Das heißt, man hat da keinerlei Konsequenzen zu befürchten. Der Ersteller des Videos hat sogar selbst freiwillig angegeben, dass man diese Videos urheberrechtsfrei verwenden darf. Aber du weißt ja nicht, wo er das Material her hat. Versteht ihr? Schreibt gerne mal in den Kommentaren. Ja, ich habe es verstanden, Michael. So. Das heißt, hier können wir jetzt nochmal weiter filtern, und zwar nach Anzahl der Aufrufe. Das heißt, jetzt werden hier die Videos mit den meisten Aufrufen ganz oben angezeigt. Das sehen wir natürlich auch schon direkt hier, 29 Millionen Aufrufe, was natürlich einfach mal super ist. Natürlich haben wir noch zahlreiche andere Videos, hier zum Beispiel 10 Millionen Aufrufe oder hier 3 Millionen Aufrufe, aber 29 Millionen Aufrufe ist natürlich super.
Das heißt, hier haben wir jetzt ein Video, was schon super ist. Warum weiß man, dass das Video super ist, ohne es gesehen zu haben? Das sieht man einfach an dieser Aufrufzahl. 29 Millionen Leute werden sich dieses Video natürlich nicht ohne Grund angeguckt haben. Es wird schon... Naja, vor 5 Jahren. Vielleicht ist es vor 5 Jahren mal viral gegangen aus irgendeinem Grund oder vor 4 Jahren. Aber okay, ja. Das wird ziemlich lustig sein. Sonst hätte es eben nicht so viele Aufrufe. Und was jetzt eben spannend ist, und zwar, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr bei WhatsApp seid oder wenn ihr irgendwo auf einer anderen Plattform seid, zum Beispiel bei Instagram. Wie ist es denn da? Freunde, Familie, Bekannte, die schicken euch meistens lustige Videos zu. Zum Beispiel dieses Hundevideo. Deshalb gehen lustige Sachen auch eher viral. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und davon könnt ihr eben extrem profitieren. Das heißt, ihr könnt mit solchen Videos extrem gutes Geld verdienen. Und das wirklich ganz, ganz einfach. Das heißt, jedes Mal, wenn hier so ein Video angeschaut wird, könnt ihr davon profitieren und damit Geld verdienen. Ohne dass ihr das Video selbst hochgeladen habt, ohne dass ihr das Video selbst erstellt habt, ohne dass ihr irgendwas selbst gemacht habt, nur mit... Hallo? Selbst hochladen? Natürlich muss ich das dann... Also ich weiß jetzt nicht, wie die Taktik ist, aber wenn ich das jetzt nutze oder so, muss ich das dann wieder hochladen, oder? Aber ich bin mal gespannt, was er jetzt macht. Das ist eine Methode, die ich euch jetzt verraten werde. Und zwar mit der Plattform, die ich euch gleich vorstellen werde. Das Wichtigste ist erstmal... Okay, auf das Video der macht was anderes. Der macht das Video natürlich angezeigt. Ja, wir können es jetzt auch angucken, aber wir wollen natürlich keine Zeit verlieren. Ihr könnt euch das Video natürlich selbst anschauen. Was uns jetzt erstmal interessiert, ist natürlich der Link. Den können wir ganz einfach kopieren, indem wir hier zum Beispiel auf Teilen klicken. Das heißt, wir klicken hier einmal auf Teilen rauf und jetzt sehen wir hier schon den Link. Diesen Link, das ist eben der Link, der... Vor ein paar Jahren gab es auch diese ganzen Leute, die diese Plattform, wo man pro 1000 Klick 6 Euro bekommt, 8 Euro oder so. Aber das waren meistens Betrügerseiten, wo man dann weitergeleitet wurde oder so. Wenn wir diesen Link jetzt kopieren würden und oben bei Google einfügen würden, dann würden wir genau zu diesem Video kommen. Und jetzt werden vielleicht einige von euch denken, okay, wenn ich dieses Video jetzt weiterschicke, dann verdiene ich doch kein Geld. Dann habe ich doch nichts davon. Aber jetzt gibt es mal einen Trick, den ihr verwenden könnt, um eben damit Geld zu verdienen. Und zwar kommt jetzt eben diese neue Seite ins Spiel, die ihr gar nicht... Ich kenne jemanden, der hat damit sogar ein paar tausend Euro im Monat verdient. Auf Pinterest und Co. Irgendwann wurde sein Pinterest-Account gesperrt, aber die Weiterleitungen sind meistens zu kriminellen Seiten und wo man dann angezeigt hat, hey, dein MacBook wurde gehackt oder so, oder du hast hier beim Gewinnspiel gewonnen und so, da wird man dann zwischenzeitlich weitergeleitet, deshalb verdient man da Geld. Die zahlen ja irgendwo, muss ja irgendjemand dafür Geld zahlen, ne, damit man dann was ausbezahlt bekommt. Irgendjemand muss ja 20 Euro bezahlen, damit ihr 8 Euro ausbezahlt bekommt oder so. Also pro 1000 Klicks 20 Euro bezahlt, ihr kriegt 8 Euro ausbezahlt, der Rest ist dann halt bei der Plattform. Und hier noch nicht kennt, und zwar die Seite shirtfly.com. Wird so geschrieben, shirtfly.com. Und hier könnt ihr eben URLs, also Links, kürzen und damit Geld verdienen. Das heißt, das Ganze läuft folgendermaßen ab. Ihr könnt hier einfach ein Konto erstellen, ist komplett kostenlos und 100% legal. Dann könnt ihr hier einen Link einfügen und dann könnt ihr auch schon damit Geld verdienen. Also ganz, ganz einfache Schritte. Das Ganze läuft dann eben folgendermaßen ab. Und zwar, wir fügen dann hier den Link vom YouTube-Video ein und können dann eben damit Geld verdienen. Das heißt, jedes Mal, wenn dann hier mit dem YouTube-Video eben Klicks erzielt werden, dann verdienen wir damit Geld. Wie passend dazu, schaut auch gerne jetzt in die Videobeschreibung, denn dort habe ich euch noch mega spannende Methoden zum Online-Geldverdienen verlinkt, denen ihr sogar ohne eigene Arbeit Online-Geld verdienen könnt. Also Link dazu in der Videobeschreibung. Wie viel Geld verdient man ungefähr? Das werde ich jetzt einmal zeigen. Und zwar gibt es da verschiedene Raten, je nach Land. Und zwar sehen wir das Ganze hier. Es kommt natürlich auf die Länder an. Wenn es jetzt zum Beispiel Videos mit Aufrufen aus Grönland sind, dann bekommt man pro 1000 Klicks eben 21 Euro. Wenn es aus den USA sind, 8000 Euro. Und die meisten Leute werden natürlich hier bei euch... Wie 8000 Euro? Nein, 8 Euro bekommt ihr höchstwahrscheinlich. Oder 8 Dollar. Ihr kriegt ja nicht pro 1000 Aufrufe 8000 Euro. Warte mal. Nochmal ganz kurz. Wenn es jetzt zum Beispiel Videos mit Aufrufen aus Grönland sind, dann bekommt man pro 1000 Klicks eben 21 Euro. Wenn es aus den USA sind, 8000 Euro und die meisten... Also aus USA kriegt ihr sicherlich bei 1000 nicht, da hat er sich versprochen, 8 Euro bekommt ihr da halt. Ach, 8 Dollar. Ne? Ich verspreche mich auch ab und zu mal, ne? Deshalb nicht stimmen. Leute werden natürlich hier bei euch, beziehungsweise Zuschauer aus Deutschland kommen, da kriegt man... Das ist halt immer diese Betrügerplattform oder so, die können dann nicht vernünftig schreiben, die tun immer so als grob, auch diese Plattform, wo man dann Punkte sammeln muss oder so, hey, du kannst hier Geld verdienen, aber erst musst du Punkte und die Punkte kannst du dann in Geld umtauschen und so. Warum nicht sofort sagen, hey, du bekommst für diese Aufgabe 12 Cent oder so? Nee, die geben dir dann halt 5000 Punkte und die 5000 Punkte sind aber 12 Cent nur wert.
6 Euro, was natürlich auch schon ganz gut ist. Das heißt, ich werde mal ganz kurz ein Beispiel geben. Und zwar hier merken wir uns 6 Euro. Aber soll ich euch ganz ehrlich was sagen? Wenn ihr für irgendeine Dienstleistung 1000 Klicks bekommen könnt, dann könnt ihr mit eBay, Amazon und Co. viel mehr mit den 1000 Klicks verdienen oder Digistore24. Also 1000 Klicks ist ja schon eine gewisse Masse. Wenn ihr wirklich Traffic generieren könnt, macht so etwas nicht. Macht was Cooles, ein tolles Partner. Oder wenn du 1000 Klicks generieren kannst, einfach, bau dir deine eigene E-Mail-Liste auf, bau ein Freebie, verschenkt das, damit die Leute sich eintragen und macht dann halt E-Mail-Marketing. Mach Affiliate-Marketing oder so, wenn du 1000 Klicks sehr einfach generieren kannst. Ich weiß jetzt nicht, wie er die Klicks generiert, aber ja. 6 Euro pro 1000 Klicks, beziehungsweise ich werde das jetzt mal mit 8 Euro rechnen. Alleine jetzt, wenn der 8 Euro nimmt und dann, wenn, wie viele Klicks sind das denn pro Tag? Rechnet das aus? Wir jetzt natürlich hier mal ein internationales beziehungsweise englisches Video haben, das heißt, wir rechnen jetzt mal mit 8 Euro. So, und zwar hier dieses Video, 29 Millionen Aufrufe, wenn wir jetzt hier das Ganze einmal ausrechnen lassen, und zwar 29 Millionen Aufrufe. Natürlich können wir jetzt nicht davon ausgehen, dass man jedes Mal 29 Millionen Aufrufe sammeln kann. Vor allem natürlich mit Klicks über den Link. Deswegen. Also wenn du 29 Millionen Aufrufe bekommst, dann bekommst du ja von YouTube auch richtig viel Geld oder so. Also diese Rechnung, also gehen wir jetzt mal von 1% aus. Also 1% von diesen Aufrufen hier, deswegen einmal durch 100 rechnen, da ist man immerhin schon noch bei 290.000. Jetzt wissen wir, man kriegt hier für eben 1000 Klicks 8 Euro hier beim englischsprachigen Video. Das heißt nochmal eben durch 1000, weil man eben für jeden, für alle 1000 Klicks eben die Summe dann erhält. Das heißt, hier rechnen wir jetzt 290 mal 8 mal 8 Euro. Da hätte man hier mit nur 1% dieser Aufrufe schon 2320 Euro verdient. Das heißt, in dieser Methode steckt extrem viel Potenzial. Und wie ihr das Ganze jetzt machen könnt, das zeige ich euch jetzt. Und zwar meldet ihr euch zuerst einmal hier bei Shirtfly an. Dazu klickt ihr hier eben einfach auf Registrieren. Übrigens, falls sich Leute fragen, wie ich die Seiten immer auf Deutsch übersetze, und zwar, das könnt ihr ganz einfach mit dem Google Chrome Browser machen. Dazu übersetzt ihr die Seite einfach im Browser selbst. Aber es geht natürlich auch hier mit der Originalseite. Dazu klickt ihr hier oben auf Registrieren, beziehungsweise hier oben auf den grünen Button drauf. Dann öffnet sich schon die nächste Seite, die der Name nach meinem E-Mail ergibt. Da hat irgendjemand gesagt, hey, du brauchst kein Gewerbe. Für diese Taktik brauchst du auf jeden Fall ein Gewerbe, weil du das ja mit Gewinnabsicht machst. Also, was war doch da ein Kommentar, oder? Danke dir. Und warum brauche ich hierfür kein Gewerbe? Fragezeichen. Mal gucken. Nur für die Kopiermethode braucht man kein Gewerbe. Okay, machen wir ganz kurz auf, oder? So, und hier haben wir jetzt auch live den Beweis, gerade wieder 1000. Ach so, okay, das beläuft sich auf was anderes, okay. Okay. Die alle schauen gerne YouTube. Ich muss mal ganz kurz, wo waren wir jetzt? Jetzt bin ich ja durcheinander. Shit, sorry. Okay, da. Video, das heißt nochmal eben durch 1000, weil man eben für jeden hier mit PM4 einfach auf Registrieren. Übrigens, falls sich Leute fragen, wie ich die Seite immer auf Deutsch übersetze, und zwar, das könnt ihr ganz einfach mit dem Google Chrome Browser machen. Dazu übersetzt ihr die Seite einfach im Browser selbst. Aber es geht natürlich auch hier mit der Originalseite. Dazu klickt ihr hier oben auf Registrieren, beziehungsweise hier oben auf den grünen Button drauf. Dann öffnet sich schon die nächste Seite. Hier könnt ihr einfach Name nach meinem E-Mail eingeben. Ist alles 100% kostenlos, also da muss man nichts bezahlen oder so. Oder kann man hier sich komplett kostenlos anmelden. Ja, kommen wir jetzt zum ganz wichtigen Teil, und zwar zur Auszahlung. Und zwar, wie viel kann man denn verdienen und vor allem, wie wird man bezahlt? Hier kann man eben über... Ha! Mindestbetrag 50 US-Dollar für Banküberweisung. Für die anderen 5 US-Dollar, okay. Aber wie ihr denkt, dann das müsst ihr versteuern und, also je nachdem, wo ihr wohnt natürlich, ne? Ich gehe mal davon aus, Deutschland. Ja. PayPal bezahlt werden oder auch über verschiedene andere Anbieter, zum Beispiel Payoneer oder auch als Banküberweisung. Bei PayPal ja, kann man schon das Ganze auszahlen lassen ab 5 Dollar bzw. ab 5 Euro oder eben als Banküberweisung dann ab 50 Euro. Also wenn man hier 5 Euro gesammelt hat, kann man sich das Ganze auszahlen lassen. Ich persönlich würde immer PayPal empfehlen, weil es einfach unkompliziert ist und am schnellsten geht und das Geld kommt wirklich innerhalb von 48 Stunden direkt aufs Konto. Bevor ich euch gleich Schritt für Schritt zeige, wie ihr loslegen könnt, noch ein ganz wichtiger Hinweis. Und zwar bekomme ich sehr oft die Frage, ob man es auch schaffen kann, online Geld zu verdienen,
ohne dass man selbst wirklich aktiv werden muss, also auch ein passives Einkommen aufbauen kann. Dazu habe ich hier einmal... Ich bin kein Freund dieser Strategie, dürfte bekannt sein. Das ist dann halt hier Naga. Ja, also gehen wir mal ganz kurz weg hier. Ich habe da keinen Bock drauf. Immer noch da? Okay, gehen wir hier weiter. So. So, und jetzt werde ich euch nochmal zeigen, wie es weitergeht, nachdem ihr euch angemeldet habt. So, wenn ihr euch jetzt angemeldet habt, sieht das Ganze so aus. Und hier klicken wir jetzt einfach auf einen neuen Link. Wir können auch hier den Massenschrumpfer verwenden. Das heißt, hier können wir dann eben mehrere Links einfügen, das heißt mehrere Videos. Und dann eben diese gleichzeitig hiermit verwenden, um damit Geld zu verdienen. Aber wir fangen natürlich erstmal mit einem Video an. Übrigens nochmal zum Verständnis, ich habe diese Seite hier mit einem Chrome-Browser übersetzt. Das heißt, ich zeige mal, wie es im Original aussieht. Normalerweise sieht die Seite so aus wie auf Englisch. Dazu klickt ihr dann einfach auf New Short Link. Das heißt, ihr könnt hier einen neuen Link eben einfügen. Und das werden wir jetzt auch einmal machen. Dazu klicken wir jetzt hier einfach einmal rauf. Und jetzt können wir den Link hier einfügen. Welchen Link? Den wir eben kopiert haben. Und zwar diesen hier vom lustigen Hund-Video. Das heißt hier Funny Dog-Video. Dazu klicken wir auf Teilen und können dann hier eben diesen Link kopieren. Und diesen Link fügen wir jetzt einfach auf der Seite ein. So, jetzt fügen wir den Link hier einfach ein. Hier zack, fügen wir das Ganze ein. Und ja, dann haben wir hier schon unseren Link drin. Jetzt können wir hier nochmal was hinschreiben. Und zwar hier schreiben wir dann hin zum Beispiel sowas wie lustiger Hund oder eben Funny Dog. Ja, Funny Dog passt besser, weil es ja auch eben ein englisches Video ist, Funny Dog. Und ihr könnt es übrigens mit allen möglichen Videos machen, das ist jetzt hier nur ein Beispiel. Dann hier natürlich ganz normal shirtfly.me als Domain auswählen. Das wirkt auf jeden Fall seriöser als diese Domain hier, deswegen hier. Dann, wann dieser Link hier ungültig sein soll, und da würde ich ganz klar auswählen, so lange wie möglich, also bis 2023 bzw. 2032 sollte dieser Link schon gültig sein, damit ihr natürlich so lange es geht Geld verdienen könnt. Das ist eben hier kein Problem, dass ihr das mehrere Jahre lang machen könnt, und natürlich auch noch in 10 Jahren sollte das Ganze auch noch klappen. Und ja, dann habt ihr eigentlich... Und wir glauben diese Geschichte. Habe ich nicht hier irgendwo diese Figuren? Warte mal, erstmal kann ich das hier rein... alles, und jetzt klickt ihr hier einfach auf Shorten. Ihr habt ja jetzt einfach euren Link, das heißt, den könnt ihr jetzt ganz einfach kopieren, und jetzt läuft es folgendermaßen ab, und zwar, wenn Leute dann eben auf diesen Link klicken, dann wird einmal eine ganz kurze Werbung angezeigt. Die Werbung kann man einfach wegklicken oder man guckt sich kurz ein Video an, wie bei YouTube auch bei der Werbung. Ihr kennt das ja, zum Beispiel 5 Sekunden oder 10 Sekunden, und dann verdient ihr jedes Mal, wenn auf den Link geklickt wird, Geld. Das heißt, es gibt jetzt folgende Möglichkeiten. Okay, können wir das wirklich machen? Okay, sollen wir das hier mal machen? Komm, wir schauen uns das mal an, was wir da halt. Wo werden wir da weitergeleitet? So, pass auf. Was war das jetzt hier? Oder wie können wir kopieren das? Geht das so? Warte einen Moment. Ich kann das auf dem Handy mal ganz kurz machen, oder? Ich muss hier mit einem Foto machen. Komm, wir testen. Ach, das ist wieder aus. Habe ich ausgemacht, damit keiner mich anruft. Geht das so? Ich mich da rein. Da. Text erfassen. So. Bild speichern. Speichern. Und dann gehe ich da rein. Kann ich das kopieren? Ich dachte, ich kann das kopieren. Früher war das mal anklickbar. Ah, egal. Kann man jetzt hier einfach mal so. So, ne? Das haben wir richtig. / Funny Dog. Hoffentlich schmiert mein Computer jetzt nicht ab. Ist richtig, ne? Kopiere ich nochmal so. Rufen wir mal auf. So, jetzt muss ich mich verifizieren, dass ich ein Mensch bin. Step 1, okay. Jetzt muss ich einen Werbeblocker installieren. Akzeptieren und vorfahren. Wo komme ich jetzt bitte zu dem Video? Also, ne, da ist dann halt diese Firma, die dahinter. Ich will das aber nicht. Ich will das nicht machen. Okay, wir können echt. Und jetzt? Jetzt komme ich hier zu so einem Scam. Jetzt hier so eine ZIP-Datei ist mir schon hochgeladen worden. Also der größte Betrug überhaupt. Fertig. Starte Installation. Eine scheiß ZIP-Datei. Fuck, ey.
Okay, müssen wir jetzt irgendwann mal ganz kurz. Ich mach mal ganz kurz ein anderes Bild ein. Und jetzt lösche ich die Scheiße wieder hier, ey. Ich wusste ja, dass es Scam ist, aber. So, ein Download-Ding, sofort raus damit. Empfinder anzeigen. Sofort die ZIP-Datei. So, raus, den Mülleimer und löschen. Bevor da bloß hier. Ja, unfassbar. Da seht ihr, das ist der Scheiß, wo ich gesagt habe. Das Ekeligste. Und wie kommen wir da zum Video? Nein, wir kommen da nicht zum Video. Fuck, ey. Darf ich Fuck sagen für Werbung? Egal, ist mir jetzt auch egal. Ist das mit Journey-Video? Jetzt bin ich total durcheinander. Seht ihr? Das meine ich halt. Ihr werdet da halt meistens zu so Scam-Sachen runter, die da halt dafür Geld zahlen und so weiter. Aber ich kam nicht zu das Video. Und es wird mir nur Scam angezeigt. Mal gucken, ob er das jetzt auch anzeigt. Man muss echt so Sachen prüfen, testen und so weiter. Ganz klar, ihr könnt natürlich diesen Link dann weiterschicken, zum Beispiel bei WhatsApp oder auch bei Instagram oder auch bei zahlreichen anderen Plattformen. Ja, und das wollt ihr zu einem Freund schicken oder was, diesen Link mit den Scam-Sachen, wo du sofort einen Zip-Ordner runtergeladen bekommt und so weiter. Nein. Aber jetzt werden einige natürlich sagen, okay, ich habe jetzt aber nur so und so viele Bekannte, wie soll ich dann jetzt tausende Leute damit erreichen? Und dazu gibt es jetzt nochmal einen extrem guten Tipp, und zwar die Plattform Reddit. Die Plattform Reddit. Da werdet ihr ruckzuck gesperrt, ey. Das ist einfach eine Plattform, auf der eben zahlreiche Videos oder auch lustige Sachen eben geteilt werden. Das heißt, hier könnt ihr extrem einfach Reichweite erzielen. Ihr erstellt euch hier einfach einen Account und könnt dann zum Beispiel einen weiteren Trick verwenden. Und zwar, ihr könnt dann zum Beispiel die ersten 5 Sekunden beispielsweise des Videos einblenden und dann schreibt ihr Folgendes hin. Und zwar, wenn ihr das ganze Video sehen wollt, klickt ihr auf diesen Link, dann kommt ihr zum ganzen Video. Das heißt, die Leute, die können dann eben sich das Video anschauen. Wir haben es ja jetzt gerade getestet, live. Sind wir da hingekommen zum Video? Nein. Wurden wir gescammt? Ja. Wurden wir zweimal gescammt, weil ich zweimal drauf geklickt habe? Ja. Und ihr verdient dann eben für jeden einzelnen Klick Geld. Und das ist natürlich einfach. Jetzt ist meine Videoaufnahme hier schon wieder ein bisschen überlastet, ey. Scheiße, hoffentlich funktioniert das vernünftig hier. Super. So, jetzt natürlich die Frage, wie kommt man dann zum Beispiel hier auf 400 Euro pro Monat? Ja, das möchte ich auch mal wissen. Ich muss mal ganz kurz hier nochmal meinen Strom anmachen, damit ich dann hier vorne auch ein bisschen Luft habe. Unfassbar. Das heißt, es läuft natürlich so ab, es geht natürlich hier beispielsweise immer nach 1000 Klicks, beziehungsweise im Schnitt wird man eben für die 1000 Klicks bezahlt. Das heißt zum Beispiel in den USA 8 Euro, in Deutschland 6 Euro. Und ich werde jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel geben. Ich möchte mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich gucke mal ganz kurz, ob da jemand runtergeschrieben wird. Das ist ein Scam. Super Video, vielen Dank. Hoffentlich macht die Person das nicht. Danke für die Infos. Reddit-Konto bezahlen, bla bla bla. Danke. Gefällt mir, bla bla bla. Klasse Video, bester Mann. Ich weiß gar nicht, ey. Ganz sehr gut, es funktioniert wie eine Beschreibung. Super Video. Klingt klasse, klasse. Bester YouTuber, Link dazu, geil. Geht auch mit Kurzvideos eine Minute und klingt sehr verlockend. Ich weiß es nicht, Leute. Mann. Weil wenn ihr das hier mit der Reddit-Methode macht, das machen auch natürlich viele. Und zwar hier sehen wir, das Ganze hier wurde auch ein YouTube-Video eingeblendet. Hier ist der Link, da kommt man direkt zum YouTube-Video. Und wir werden das Ganze einfach mal ausrechnen. Und zwar 400 Euro wollen wir eben bekommen, das heißt 400 Euro. Jetzt teilen wir das Ganze mal eben durch 6, weil wir natürlich pro 1000 Aufrufe in Deutschland 6 Euro bekommen. Das heißt, hätten wir hier zum Beispiel 66,6. Das heißt, wir müssten 66 mal 1000 Aufrufe bekommen, also 66.000 Aufrufe. Jetzt schauen wir uns mal an, wie viel. Wenn ihr 66.000 Klicks bekommen würdet auf einem vernünftigen Partnerprogramm oder so. Ich habe 2016, das größte, was ich mal geschafft habe, waren auf ein eBay-Partnerprogramm an einem Tag 44.000 Klicks. Und das eBay-Partnerprogramm ist seriös. Wir machen denn solche Videos hier, die zum Beispiel über Reddit geteilt werden. Dazu klicken wir jetzt hier einmal rauf und ja, dann sehen wir hier direkt. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, dass die Aufrufe von YouTube zu vergleichen mit den Posting. Schon Folgendes, und zwar dieses Video hier hat... Aber wie gesagt, bester Mann.
Folgen. Schon über 600.000 Aufrufe erzielt. Das heißt, es ist hier im Prinzip überhaupt kein Problem, über Reddit richtig gute Aufrufe zu erzielen. Das Beste ist natürlich, ihr könnt nicht nur ein Video teilen, sondern richtig viele Videos. Das heißt, selbst wenn ihr pro Video zum Beispiel nur 10 Euro verdient oder dann zum Beispiel auch pro Monat 50 Videos teilt, mal 50 hättet ihr schon 500 Euro, also schon über 400 Euro pro Monat verdient. Jetzt gibt es nochmal einen kleinen Bonustipp, und zwar, ihr könnt es natürlich auch so machen, dass ihr zum Beispiel euch einen Kumpel schnappt oder eine Freundin oder wen auch immer und ihr stellt euch hier zum Beispiel beide einen Account bei Shirtfly und ihr stellt dann beide eben Links und ihr schickt euch die Links eben immer gegenseitig hin und her, könnt dann raufklicken und verdient dann gegenseitig immer und immer wieder Geld. Da wird garantiert auch eine Cookie-Sperre sein oder so. Aber wie gesagt, ihr klickt da gegenseitig drauf und dann werden jedes Mal die ZIP-Dateien runtergeladen von den Scam-Seiten. Ich habe es ja bewiesen. Also im Großen und Ganzen, wie findet ihr das Video? Schreibt mal gerne in den Kommentaren, wenn ihr bis jetzt zugeschaut habt. Und bitte macht doch was Vernünftiges, um Geld zu verdienen. Und abonniert mich, betätigt die Glocke. Ich bin raus, ich habe Kopfschmerzen. Unfassbar, unfassbar.